Heute kommen alle Regionalliga-Spiele in einem Video, weil das sonst viel zu viel ist. Erstmal geht's in die Regionalliga Nord. Da hat heute, nee, gestern, Oldenburg gegen Bremen 3-0 gewonnen, Lübeck gegen Pauli 2-3-0 gewonnen, Rheden gegen Hannover SC 1-1 gespielt und Eintracht Norderstedt gegen Lübeck. Phoenix Lübeck 4-0 gewonnen. So sieht der aktuelle Stand aus. Ich spiele mit gesplittener Tabelle in dieser Liga. Dann geht es in die Regionalliga Nordost. Da haben gestern 4 Spiele gespielt. Einmal Germania Halberstadt gegen Optik 2-0 gewonnen. Dann hat Tasmania Berlin gegen Luckewalde 4-0 verloren. Babelsberg 03 hat gegen Chemnitz. Chemie Leipzig 0-2 verloren. Und Jena gewinnt in Überzahl 3-1 gegen Ellenburg. So steht aktuell der Stand aus. Noch nicht alle gespielt. Auerbach der 1. ohne einen Punkt. Auf geht's in die Regionalliga West. Da hat nur einer gespielt. Das ist auch schon online. Lippstadt gegen Wiedenbrück. 1-2 Lippstadt Südwest. Hat auch angefangen. Da hat Ulm gegen Frankfurt 3-3 gespielt. Damit ist das erste Spiel ein Unentschieden. In der Bayernliga war das meiste. Intiersen gegen Kräuter für 2-0 gewonnen, Wacker Burghausen gegen Buchbach 1-1, Eltersdorf in Überzahl 5-1 gegen Rosenheim gewonnen, Bayreuth gegen Heimstetten 3-2 gewonnen, Augsburg gegen Schweinfurt 2-2, Bayern dominiert hier ganz klar 6-1 gegen Pipinsried und Memmingen gewinnt gegen Schaltingen-Heinigen 3-1. So sieht der aktuelle Stand aus. Wenn es so aussieht, muss man sagen, Bayern steigt wahrscheinlich wieder auf. Gar nicht unfair, aber ey, was soll man machen, so ist Fußball. Und ja, das waren alle Ligen von den vierten.